Welche Rechte habe ich als Rentner in einem anderen EU-Land? Denken Sie darüber nach, in ein anderes Land der Europäischen Union zu ziehen? Wenn ja, was passiert mit Ihren Rentenansprüchen und den Gesundheitsleistungen, wenn Sie Rente aus einem oder mehreren EU-Ländern beziehen? Dank der Vorschriften der Europäischen Union können Sie in jedes EU-Land sowie nach Island, Liechtenstein, Norwegen oder in die Schweiz ziehen und dort weiterhin Ihre volle Rente beziehen. Nehmen wir Martha. Sie ist Irin und will ihren Ruhestand in Portugal verbringen. Martha erhält eine staatliche Rente aus Irland. Sie lebt in Portugal und erhält dort weiterhin ihre Rente. Denken Sie daran, wo auch immer Sie in der EU gearbeitet haben, Sie erhalten weiterhin Ihre Rente, wenn Sie in ein anderes EU-Land ziehen. Wenn Sie in mehr als einem EU-Land gearbeitet haben, erhalten Sie eine separate Rente von jedem dieser Länder. Aber was ist mit den Gesundheitsleistungen? Wenn Sie in einem Land leben wollen, das eine Ihrer Renten zahlt, in welcher Höhe auch immer, ist dieses Land im Allgemeinen für Ihre Gesundheitsversorgung zuständig. Martha genießt ihren Ruhestand in Portugal, dass ihr jedoch keine Rente zahlt. Die Gesundheitsleistungen für sie werden deshalb von dem Land, das ihre Rente zahlt, sichergestellt, also Irland. Aber Martha hat dennoch Zugang zu den Gesundheitsleistungen in Portugal zu den gleichen Bedingungen wie die dort versicherten Menschen. Und zwar, weil sie die irische Krankenkasse um ein S1-Formular gebeten hat, mit dem sie sich bei der portugiesischen Krankenkasse angemeldet hat. Irland erstattet Portugal die entstandenen Gesundheitskosten, aber das geschieht im Hintergrund. Irland ist auch dafür zuständig, Martha eine europäische Krankenversicherungskarte auszustellen, die sie bei Reisen in der EU für medizinisch notwendige Behandlungen benötigt. Dank der Koordinierung der EU-Sozialversicherungssysteme können sie in ganz Europa mobil sein und verlieren dabei nicht ihre Sozialversicherungsansprüche. Koordinierung der Sozialversicherung. Europa steht ihnen offen.